33 Jahre deutsche Einheit. Ein Tag, an dem viele Menschen in Ost- und Westdeutschland den Kampf für Freiheit und Demokratie feiern. Der 1989 zum Fall der Berliner Mauer und ein Jahr später zur Wiedervereinigung Deutschlands führte. Am Festakt in Hamburg nahmen am Dienstag unter anderem der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz teil. Erst gab es in der Hauptkirche St. Michaelis, dem sogenannten Michel, einen ökumenischen Gottesdienst. Danach folgte der Festakt in der Elbphilharmonie. Dort waren rund 1300 Gäste, darunter auch die Regierungschefinnen und Chefs der Länder sowie die gesamte Staatsspitze. Die Feierlichkeiten hatten bereits am Montag mit hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern auf dem Bürgerfest rund um das Hamburger Rathaus und die Binnenalster begonnen.